Also was lernt ein Kind? Dass immer nur volle Aufmerksamkeit von seinen Eltern bekommt und niemals bemerkt, dass Eltern auch Bedürfnisse haben, dass Eltern auch einen Stopp setzen und ihre Bedürfnisse ja zu bestimmten Zeiten auch über die Bedürfnisse der Kinder setzen. Das ist also, wenn Sie so wollen, eine Balance zwischen den Bedürfnissen der Kinder und den Bedürfnissen der Erwachsenen gibt. So Kinder das nicht lernen, werden sie Tyrannen. Dadurch werden sie Tyrannen. Nicht, weil sie es automatisch sind. Kinder sind automatisch keine Tyrannen. Kinder werden auch nicht als Tyrannen geboren, selbst wenn es Schreikinder sind. Und Kinder sind die, also aus welchen Gründen auch immer, und das erzähle ich Ihnen in einem anderen Video, schon von den ersten Tagen an so aussehen, als würden sie die gesamte Aufmerksamkeit der Kinder, der Eltern und der Mutter hier besonders abfordern. Und das mit ihrem Schreien deutlich machen. Das hat eine völlig andere Ursache und die erkläre ich Ihnen in einem anderen Video. Also zurück zu den Kindern, die nicht durch unser Verhalten als Erwachsene bemerken, dass wir als Erwachsene Menschen mit Bedürfnissen sind, dass alle Erwachsene und auch alle Kinder, also jeder Mensch und wenn Sie so wollen, jedes Tier, jedes Lebewesen überhaupt, ganz eigene Bedürfnisse hat. Und dass es wichtig ist, diese Bedürfnisse auch zu akzeptieren. Und da bedarf es zuerst einmal der Akzeptanz, dass ich als Erwachsener mein Bedürfnis kenne und mein Bedürfnis auch akzeptiere und nachschaue, wie kann ich mein Bedürfnis leben und nicht, ist die Umwelt dafür da, dass ich mein Bedürfnis befriedigt bekomme. Es geht also darum zu lernen, dass Bedürfnisbefriedigung nur durch uns selbst stattfinden kann. Also niemand anders kann unsere Bedürfnisse befriedigen, schon weil niemand anderes unsere Bedürfnisse kennt. Wie mache ich das? Meine Bedürfnisse kennenlernen? Und dann auch umsetzen in mein reales Leben. Und zur gleichen Zeit, und zwar gerade dadurch, meine Beziehung innerhalb der Familie sogar verbessern kann. Für diejenigen, die da noch ein bisschen größere Schwierigkeiten haben, das für sich wahrzunehmen und auch zu können, haben wir bei uns einen Kurs. Ich habe dazu auch einen Online-Kurs gemacht. Diesen Andersweg zum Glück. Sie
einer Seite, entsprechenden Seite auch buchen können. Und dann haben wir noch einen sehr, sehr, sehr effektiven, intensiven 3-Tage-Live-Kurs in unserer Praxis, bei dem Sie genau diese Sache besonders effektiv lernen, wie Sie also sich selbst kennenlernen, wie Sie Ihre eigenen Bedürfnisse erkennen lernen und wie die Zusammenhänge in Ihnen sind, dass Sie bisher diese Bedürfnisse erstens nicht bemerkt haben und zweitens auch sich nicht befriedigen konnten. Und wie Sie jetzt einen Weg haben mit, wenn Sie so wollen, Art von Selbstcoaching, diese Dinge für jeden Moment Ihres Lebens auch als einen, für sich als einen Weg gehen können.